Die Lage ist angespannt, sehr angespannt. Im Vergleich zur ersten Welle trifft uns die zweite Welle mit erheblich größerer Dynamik und mit größerer Wucht. Wir mussten jetzt innerhalb von kürzester Zeit das gesamte Haus umorganisieren. Wir haben zwischenzeitlich 100 Covid-positive Patienten, davon sind 22 im Moment intensivpflichtig. Die Lage ändert sich eigentlich tagtäglich. Wir werden immer wieder angeflutet über die Notaufnahme von den umliegenden Krankenhäusern auch, sodass wir von heute auf morgen immer wieder neu nachregulieren müssen, um tatsächlich dem Ansturm gerecht zu werden. Die Krankheitsverläufe, die wir beobachten, sind eigentlich immer dieselben. Die Patienten kommen mit Atemnot zu uns in die Notaufnahme. Sie waren zu Hause schon eine ganze Weile, wo es ihnen nicht gut ging. Von der Notaufnahme gehen sie dann normalerweise im größeren Anteil auf die Normalstation und im besten Falle sind sie nach 6 Tagen wieder draußen, wenn es schlimmer wird. Und das trifft etwa 15% aller, die bei uns im Krankenhaus aufgenommen werden, kommen sie auf die Intensivstation und da haben sie zu erwarten, dass sie 1 bis 3 Wochen noch zusätzlich da sind und wenn es schlimm läuft, beatmet werden müssen. Das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist, dass wir als Universitätsklinikum Grund- und Regelversorger sind und gleichzeitig Klinikum der Maximalversorger für das gesamte Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben. Das heißt, wir müssen einen Teil unserer Kapazitäten für die Notfallversorgung bereithalten und es gibt irgendwo einen Break, wenn man so will, ab der können wir tatsächlich dann auch keine Covid-Patienten mehr versorgen und wir brauchen hier den Zusammenschluss mit den umliegenden Häusern und auch mit den anderen bayerischen Universitätsklinika, da ja die regionale Befall, sage ich mal, und Inzidenz erheblich und sehr unterschiedlich ist. Ich kann Ihnen nur raten, die AHA-L-Regel zu beachten, also Alltagsmaske tragen. Ich habe sie auch immer da, ich habe sie jetzt nur für das Interview abgezogen. Dann Abstand halten, Hygiene einhalten und auch rechtzeitig lüften. Das kann man jedem wirklich nur empfehlen. Die Sache ist ernst, nehmen Sie sie ernst, weil Sie haben es in der Hand, uns alle zu retten oder auch nicht. Risikogruppen kann ich nur in ganz besonderem Maße raten, die AHA-L-Regel einzuhalten und sich impfen zu lassen gegen die saisonale Grippe, die jetzt nicht auch noch ein Problem für Sie jeweils darstellen sollte. Bei der Covid-Pandemie handelt es sich um eine Welle und eine Welle hat Eigenschaften. Eine Welle kommt, sie steigt an, sie erreicht einen Höhepunkt, aber sie ebbt auch wieder ab. Und dass dieser Prozess möglichst bald sich einstellen möge, das ist die Hoffnung.